Hey, und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir uns hier vorwärts gearbeitet. Okay, ich glaube, das mit dem Dings war vielleicht doch sinnvoller. Autsch. Ich brauche Deckung. Und Deckung gibt es halt am besten hier. Sniper, das kann ich gar nicht haben. So. Sorry, aber so viel zum Thema von dir. Hier ist ja noch mehr Zeugs. Founders Book. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Ja, natürlich wollen wir den vorher durchsuchen. Beherrschung, Crane Boost, Bronco, Soghilfe. Soghilfe ist nicht schlecht. Für den Fall, dass wir es wieder brauchen. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Großzügig. Ich glaube, man muss dazu 20 oder 40.000 Dollar spenden, ausgeben an den Dingern hier. Haben wir zu viele gewisse Gesundheit? Haben wir nicht, nein. Kaufen. Munition für Panzer. Das ist schon mal etwas. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was kann man doch immer brauchen. Das ist was für dich. Das dürfte schnell gehen. Ein einziger Lockpick, das geht ja direkt. Und Chuck. So. Aber hier waren wir doch schon. Waren wir hier schon mal? Ne, hier waren wir noch nicht. Founders Books. Das ist ein großer Buchladen. 37 Silver Eagle. Pistole brauche ich nicht. Ich habe bessere Sachen. Oh, Ausrüstung. Geisterposter. Poster beim Töten von Kraft mit einer. Das klingt cool, aber ich denke, ich habe was Besseres. Ah, das klingt schon cool. Hey, töte den Gegner mit deiner Kraft. Die Waffe wird ein Verbündeter. Wenn man die kombinieren könnte, wäre es halt super. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist. Nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden. Zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Interessant. Anscheinend scheinen sie und sein Bruder aus einem anderen Welten zu kommen. Oder ist, ja. Interessant. Sehen wir uns unten um. Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Box den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... So, gut. Nachdem wir jetzt wieder den Gegnern zuhören dürfen... Hey, das war ein Kopfschuss, eindeutig. Schauen wir noch, ob hier irgendwas Wichtiges ist, eine Birne... Aber ihr seht, denke ich schon, warum ich so sehr auf Schild war am Anfang. Das muss ich irgendwie die meiste Zeit, vor allem mit den Schildhosen, sind die wirklich genial. Wir haben uns im Buchladen umgesehen. Gab halt ein Voxophon. Hey. Komm her. Komm her, wollte ich sagen, aber okay. Sorry, aber das kann ich nicht ändern. Aber wir haben ja immer noch unsere Deckung, stimmt. Wie kommst du da hoch? Ach, du bist da hochgekraxelt. Können wir nicht. Schade eigentlich. Das hören wir nur ganz am Anfang einmal. Es gibt kein Zurück. Ja. Schade eigentlich, man könnte doch theoretisch in die andere Richtung gehen, oder? Mal wir sind die doch immer für zwei Wege. Aber gut. In dem Fall gibt es halt nur einen Eingang. Keinen Ausgang. Naja, um eine Basis zu verteidigen, ist es sowieso sinnvoll, wenn es nur einen Eingang und einen Ausgang gibt. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren.
Kombinationsschloss. Das ist mal wieder typisch. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte das wahrscheinlich dann hier irgendwo sein. Das könnte es sein. Was könnte es sein? Ach, das hier. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Ah, jetzt kapiere ich das. Das ist der Vogelruf. Jetzt kapiere ich das. Deshalb stehen da über diese Statuen. Und das ist immer das Vieh. Die Dinger ermöglichen dem überall diesen scheiß Vogel zu rufen, den Songbird. Und sie knackt inzwischen das Code. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Okay. 0451. Das ist immer so typisch, die meisten Leute vergessen das wirklich, die ganzen Codes. Und dann, naja. Gut. Machen wir 7 Minuten Part, oder? Nö, natürlich nicht. Downtown Emporia. Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Filzrostturm alles seine sein würde. Es gibt noch viel mehr von ihrer Sorte. Ja, das ist leider so. Nur weil einer ausgedingst ist, ist es auch lange nicht, dass alle weg sind. Drück und halte mittlere Blabla. Während Ladung ausgerüstet ist. Ja, ja, das haben wir ja schon gesehen. Auch wenn ich davon nicht der allergrößte Fan bin. Okay. Gut, mal gespannt, was es diesmal gibt. Oh, eine Schlacht. Und wir gehen gemütlich nach unten. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Ja, das ist das Problem. Au. Warum überrascht mich das mal wieder nicht? Oh, eine Gatling-Gun. Wie soll ich denn da drüben? Ach. Natürlich, so kommt man dahin, ist ja klar. Skyline, wie immer. Das war mal wieder typisch ich. Waffenschrank öffnen. Schrotflinte, Ich könnte natürlich wieder mit Zug arbeiten, aber ich bräuchte dazu erstmal irgendwas. Und Köder! Öllache. Das ist sogar noch besser. Schön. Eine Öllache, mehr im Kampf. Bam! Fliegt nur ins Feuer. Oh, danke für die Salze. Drei war das. Genau, das wollte ich mal wieder einsetzen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wo sind die Gegner? Das ist auf jeden Fall mal wieder ein Dollarbill. Gesundheit, bla bla. Armor Vigor. Da will ich nochmal reinschauen, ob der was Cooles hat für mich. Krähenboosts. Könnte ich mir mal eigentlich holen. Schockdauerhilfe. Ladungsboost. Was gibt's hier? Soakboost? Die Reichweite. Krähenboost. Ich glaube, ich hole mir mal wieder einen Krähenboost. Damit ist der Top ausgestattet. So.
Dankeschön für die Falle. Vielen Dank. So. Hey, nimm das. Danke. Oh, Salze. Danke. Ich glaube, ich gehe wieder auf etwas, das ein bisschen mehr Schaden macht. Bam. Ah ja, Feuervögel. Stimmt, ich erinnere mich. Kombi. Wer schießt da auf mich? Irgendwer schießt auf mich. Und das kann ich nicht leiden. Das kann ich absolut nicht leiden. Salze. Wasserlake. Salbengeschütz. Panzerfaust. Dann kann ich nämlich ein bisschen nachladen. Was genau ist da jetzt eben auf dem Schiff gelandet? Oh, hallo, Freundchen. Autsch. Lauf. Okay, gegen den ist es keine sinnvolle Waffe. Das war keine sinnvolle Idee, was ich da eben gemacht habe. Was gibt's hier? Medikits. Komm, mach Medikits auf. Danke. So. Wasserlache. Kommst du her? Der hat keine Lust zu kommen. Drücken wir mal C, um nach oben zu kommen und zu schauen, ob wir nicht auf dieses Schiff landen können. Nö. Aber hier oben sind wir schon mal ein bisschen sinnvoller. Oh, ein Moskito! Wow, 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 wow. Das ist nicht ganz so das, was ich haben wollte. Problem ist, wir erinnern uns, die können diese Dinger unter Schock setzen. Was für ein Geschütz? Ja. Annehmen. Das ist das genau das, was ich eben machen wollte. Deshalb bin ich abgesprungen, weil der mich nämlich etwas verängstigt hat. Komm nur her, komm nur her! Das war nicht, was ich machen wollte. Ich wollte es auf dieses scheiß Wasser zielen. Oh. Schieß ihn ins Herz, ja. Dazu müsste ich nur mal in die Nähe kommen. Dieser scheiß Handyman haut so rein. Köder! Ah, der lässt ihn nicht vom Köder ablenken, verdammt. Noch mehr Medikits, sehr schön. So. So, tut mir leid, aber eben war ich unverwundbar, als du mich angegriffen hast. Tut mir leid, aber jetzt bin ich auch wieder unverwundbar. Gegen Handyman ist es unglaublich gut. Boah. Tut mir echt leid. Fang Salze, danke. Kann ich brauchen. Was ich haben wollte, wäre natürlich nochmal die Falle hier wieder. Aber hier ist niemand mehr. Oh, wir haben eine neue Hose gefunden. Was haben wir? Nö. Ich bin mit dem Besten ausgerüstet, was ich habe, für das. Da brauche ich nichts anderes. Okay. Geh zu Comstocks Haus. Schön. Da müsste doch Armor. Ne. Da. Ach ja, genau. Wir haben ja vorher erst geschaut. Stimmt. Ich habe Geld gefunden. Okay. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir hier da reinkommen. Oh. Schloss aufzuknacken? Das dürfte nicht so schwer sein. Hier. Wir brauchen nur jemanden als Deckung. Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Okay, immerhin haben wir eine schöne Rückendeckung. Im Moment. Aber was wird uns hierhinter erwarten? Findet das raus im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und bye bye.